Wie wird die Signalsäule 8WD46 24 Volt konventionell konfiguriert? Nachdem die Konfigurationssoftware für die Signalsäule 8WD46 aus dem C-Portal heruntergeladen wurde, kann die Anwendung per Doppelklick ohne weitere Installation gestartet werden. Der Konfigurator bietet auch ohne verbundene Signalsäule die Möglichkeit, eine gespeicherte Konfiguration oder eine Beispielvorlage zu öffnen oder eine neue Konfiguration zu erstellen. Für eine neue Konfiguration wählt man zunächst den gewünschten Anzeigemodus. Über Anpassen werden die spezifischen Einstellungen eingeblendet. In diesem Beispiel soll eine Füllstandsanzeige mit einem Farbverlauf von grün nach rot signalisiert werden. Bei der Geräteauswahl selektiert man die Ausführung der Signalsäule, für welche die Konfiguration erstellt werden soll. Über Konfiguration erstellen gelangt man in die Detailansicht. In dieser Ansicht hat man die Möglichkeit, für jedes Segment die Farbe nochmals nachträglich zu individualisieren. Auch Leucht- und Akustikeffekte sowie die Helligkeit kann für jedes Segment festgelegt werden. Die Ansteuerung des Füllstands erfolgt durch die Kombination von bis zu 6 Digitaleingängen. Die Pin-Zuordnung kann bei Bedarf angepasst werden. Optional kann eine Strombegrenzung aktiviert werden. Hierbei wird durch Herabsetzen der Helligkeit die Gesamtstromaufnahme auf 230 mA begrenzt. Auch kann bei Bedarf die Montagerichtung umgekehrt werden. Durch Klicken der schematisch dargestellten Eingänge der M12-Schnittstelle lassen sich die Signalbilder simulieren. Mit der Schaltfläche Konfiguration abschließen öffnet sich der Dialog zum Speichern und Übertragen der Konfiguration. Auch kann darüber die aktuelle Konfiguration als PDF-Dokument angezeigt und abgespeichert werden. Für das Übertragen der Konfiguration wird die Signalsäule über die USB-C-Schnittstelle verbunden. Der Konfigurator zeigt eine Vorschau der vorhandenen Konfiguration auf der angeschlossenen Signalsäule. Um eine Anpassung daran vorzunehmen, kann die Funktion von Signalsäule 8WD46 laden genutzt werden. Über die Funktion Datei öffnen kann eine zuvor gespeicherte Konfiguration geöffnet werden. Hier kann ebenfalls die Konfiguration nachträglich angepasst und anschließend auf die verbundene Signalsäule übertragen werden.